So, liebe Leute, die nächsten Fragen heute wieder von den Fragen und Antworten, die ich bekommen habe, werden ziemlich viele Videos, aber ich hoffe, ihr lernt trotzdem ein bisschen was. Frage Nummer 8. Wenn du in den Urlaub in fremdes Land fährst, wie machst du das mit dem Einkaufen? Erkundigst du dich vorher, wo es Biogeschäfte gibt? Isst du da anders, als du hier isst, in Bezug auf Kalorien und Art des Essens? Also, da ich jetzt nicht in irgendwelchen sehr fernen Ländern unterwegs bin, wie Ägypten oder Türkei oder ähnliches, sondern eben bis jetzt hauptsächlich auf Mallorca unterwegs war, wenn ich Urlaub mache, weil es eben sehr günstig ist, weil ich schnell hinkomme und weil ich eben da auch die Gegend so kenne und genau weiß, dass ich da sehr gut trainieren kann und was weiß ich nicht noch, und arbeiten kann. Das heißt, auf Mallorca weiß ich ganz genau, da gibt es Lidl, da gibt es Aldi, da gibt es große Supermärkte, die haben eigentlich das gleiche Sortiment wie in Deutschland. Und die Lidl-Märkte, die sind sogar teilweise deutlich besser Keto geeignet als hier in Deutschland. Die Fleischauswahl ist dort wirklich riesig. Da steht ein kompletter Gang nur mit Fleisch und Schinken und was weiß ich nicht was. Und da findest du deutlich mehr. Es gibt da, ich würde sagen, eher weniger Bioprodukte als hier in Deutschland. Da muss man eben da zugreifen. Es gibt aber auch sehr viele Sachen, die eben da direkt aus Mallorca kommen, wo es nicht die Großbetriebe gibt. Also sowas wie Eier oder so gibt es da auch ganz normal aus Freilandhaltung, jetzt ohne Großbetriebe. Also Hühnermobile gibt es da jetzt nicht, aber die laufen einfach so draußen rum. Genauso wie Ziegenfleisch oder Schafsfleisch oder ähnliches, das ist da eher weiter verbreitet. Und sonst bekommt man eigentlich alles, was man in Deutschland auch bekommt. Man kann sich, bevor man in ein Land fährt, kann man sich immer informieren. Aber ganz ehrlich, wenn ich jetzt nach Ägypten fahren würde und da gibt es einfach nichts irgendwie, was ich in der Richtung essen könnte oder es wäre zu teuer oder was auch immer, dann würde ich auch einfach Kohlenhydrate die Woche essen. Das ist Urlaub und da kann man auch mal 5 Grad sein lassen, dann isst man halt im Hotel mal die Pommes mit Schnitzel oder was auch immer. Macht euch da nicht so einen Kopf, wenn ihr mal im Urlaub seid. Ihr solltet es nicht übertreiben. Das habe ich jetzt auf Mallorca auch nicht gemacht. Ich habe da auch Kohlenhydrate gegessen, weil wir eben auch Eis essen waren. Habe ich auch fotografiert bei Instagram. Ist ja kein Geheimnis. Und habe aber darauf geachtet trotzdem, dass ich meine Kalorien nicht überschüssig habe, dass ich unterkalorisch bleibe, dass ich mein Protein decke. Solche Dinge, darauf habe ich geachtet, dass das erstmal stimmt, die Grundlagen. Ich habe mir, gibt es da auch im Lidl hier diese Packungen, günstig Nüsse geholt und was weiß ich nicht was. Und dann passt das auch. Und dann kann man eben auch mal, wenn man jetzt keinen Bock mehr hat auf das andere, eben mal ein Eis essen oder einen Donut oder was auch immer. So. Frage Nummer 9. Gehen Vitamine beim Braten wirklich so schnell verloren, wie behauptet wird? Viele schwören darauf, das meiste roh zu essen, da dort mehr nährstoffreiche Inhaltsstoffe enthalten sind. Teils, teils. Also teilweise gehen natürlich wasserlösliche Vitamine oder hitzeempfindliche Vitamine, besser gesagt, je nachdem, was ihr macht. Ne? Wenn ihr eine Suppe kocht oder so und das Wasser nachher wegwirft, zum Beispiel Nudelwasser oder Kartoffelwasser oder sowas, dann gehen natürlich einige Nährstoffe auch weg. Erstmal durch die Hitze, dann in dem Wasser, was ihr da habt. Solche Sachen natürlich, auf jeden Fall. Es gehen aber auch Vitamine weg, wenn der Salat zum Beispiel im Supermarkt da schon eine Woche liegt oder sowas, dann durch die Wärme und durch die Wärme hauptsächlich geht dann eben auch die Vitamine verloren. Alles oxidiert dann eben auch. Es sind ja quasi Antioxidantien in der Hinsicht und gehen verloren. Beim Braten oder Kochen gehen die natürlich auch verloren. Je nachdem, umso länger man das macht, umso mehr geht natürlich auch irgendwie verloren, klar. Aber ihr braucht euch am Ende nicht wirklich viele Gedanken machen darüber. Ich denke, das macht den Braten nicht fett in der Hinsicht. Weil dadurch, dass ihr die Sachen auch kocht und zubereitet, gerade wenn es jetzt um Pflanzen geht, Spinat oder sowas, werden die Sachen eben auch zugänglich gemacht. Das heißt, die Ballaststoffe werden, also das ganze Zeug, nehmen wir Möhren oder so, die Möhre ist nicht mehr so hart, das geht nicht einfach so ins Klo, sondern es ist quasi schon vorgekaut. Und ist deutlich besser verfügbar, auch für den Darm. Und die Nährstoffe, sagen wir mal, du hast 50% weniger Nährstoffe dann drin in deiner Möhre, wenn du sie kochst, ist ein bisschen viel, sind vielleicht 75. Dafür kann der Darm aber 75% mehr aufnehmen oder so. Ja, dann hast du vielleicht noch einen kleinen Verlust von 5%, aber das macht am Ende nicht viel aus. Das wird euch nicht umbringen, ob ihr roh oder gekocht esst, das macht nichts. Ihr könnt am besten, wenn ihr die Vitamine enthalten oder erhalten wollt, macht ihr das Ganze einfach Tiefkühlgemüse oder so in die Mikrowelle rein. Bringt euch auch nicht um, die Mikrowelle. In die Mikrowelle,
Als nächstes wäre Dünsten die Methode und dann natürlich Kochen. Was aber sehr wenig Vitamine enthält, und das ist auch, habe ich auch schon mal in einer Studie gezeigt, sind entsprechend das Dosenfutter, was ihr so findet. Also wenn ihr so eingemachte Sachen findet, irgendwie eingemachte Aprikosen oder sowas, oder natürlich noch schlimmer, der Zuckercocktail hier, Früchtecocktail, oder aber auch Erbsen und Möhren aus der Dose, da ist jetzt nicht mehr wirklich so viel drin, weil die sind erstmal schon vorgekocht und dann kommen da eben auch noch antioxidative Stoffe mit rein, um das Ganze haltbar zu machen und solche Sachen. Da ist nicht mehr ganz so viel drin wie im Tiefkühlgemüse, was die optimale Variante wäre. So, Frage Nummer 10. Ich esse zwar Gemüse und Obst auch in reiner Form, aber ich trinke auch gerne Smoothies oder ähnliches. Stimmt es, dass durch die Aufbereitung hier viele Nährstoffe verloren gehen? Wenn du den frisch machst, wahrscheinlich eher weniger. Aber wenn du den natürlich kaufst aus dem Supermarkt, dann sind die auch ultra hoch erhitzt oder irgendwelche durch irgendwelche Pressvorgänge, durch irgendwelche Filtervorgänge, wo dann natürlich auch die Ballaststoffe oder so rausgefiltert werden, ist das Ganze durchgegangen. Dann weißt du eher auch nicht, ob beim Pressen alleine auch schon Hitze entsteht, die viele Dinge kaputt machen. Dann ist meistens noch Zucker zugesetzt. Das heißt, ich würde die Finger lassen von diesen fertigen Smoothies, ehrlich gesagt, weil das ist im Prinzip auch nichts anderes dann als eine Cola mit ein bisschen Vitaminen vielleicht drin. Dann schaut man mal hinten drauf, dann sind teilweise auch Vitamine zugesetzt oder irgendwelche anderen antioxidativen Stoffen und dann hast du am Ende wirklich nichts mehr außer Zuckerwasser. Wenn du das Ganze frisch machst, wenn du jetzt eine Zitrone, eine Orange oder sowas auspresst oder so, völlig in Ordnung, würde ich sagen, spricht jetzt nichts großartig dagegen. Man muss aber auch berücksichtigen, dass so ein Smoothie gerade mit sehr vielen Früchten drin, dass es eben auch eine Säure ist, die eure Zähne angreift. Das heißt, da gibt es dann eben auch, was das betrifft, kaum Unterschiede zu einer Cola oder so. Ja, so würde ich das sagen. Ich würde nicht sagen, dass jetzt die Nährstoffe bei so frisches Zeug kaputt gehen oder sonstiges. Das wird völlig in Ordnung sein, aber es gibt eben doch die ein oder anderen Sachen, die man berücksichtigen sollte, warum man nicht unbedingt dreimal am Tag einen Smoothie trinken sollte. Erstmal der konzentrierte Zuckergehalt, dann die Säure für die Zähne und natürlich die fehlenden Ballaststoffe, die eventuell dann auch nicht vorhanden sind und gerade bei dem gekauften Fertigzeug natürlich noch zugesetzter Zucker und so. So, das dazu. So, eine Frage geht auf jeden Fall noch. Frage Nummer 11. Du hattest mal gesagt, dass du von Entgiftung, Kur, Bioresonanztherapie etc. nichts hältst. Macht Sinn. Ja, gerade Bioresonanztherapie. Was schlägst du denn als Alternative vor, wenn zum Beispiel die Darmflora nicht in Ordnung ist und die Bakterien sowie Candida im Ungleichgewicht sind? Also Candida und so weiter würde ich einfach sagen, entweder Fastenzeiten irgendwie mit einbauen, damit der Darm sich auch mal beruhigen kann, damit die gesunden Darmbakterien vielleicht auch mal wieder nach vorne kommen. Und ganz wichtig natürlich, die Nährstoffe oder Nahrungsmittel rauslassen, die diesen Pilz entsprechend auch nähren. Und das ist eben hauptsächlich dann der Zucker und solche Dinge. Das heißt, wenn du das rauslässt, dann kann der eben nicht mehr so übermäßig wachsen, sondern die anderen Darmbakterien, die guten Darmbakterien, können dann eben wieder durchkommen. Und das kann ich natürlich unterstützen, indem ich dann auch fermentierte Produkte zu mir nehme, indem ich viel rohe Produkte auch zu mir nehme, also Rohmilch, dann natürlich auch rohes Gemüse oder ähnliches oder Joghurt, fermentierten Joghurt und. Das kann ich machen, um dann dort wieder entsprechend aufzubauen. Das Ganze wird wahrscheinlich ein bisschen dauern. Und es macht dann auch Sinn, vielleicht zu Hause nicht unbedingt großartig der reinste, cleanste Typ zu sein. Das heißt, nicht immer wieder mit antibakteriellen Zeug die Hände zu waschen oder ähnliches, sondern einfach mal ein bisschen Dreck hier fressen und so mal im See schwimmen gehen, wo völlig dreckig ist. Ja, weil das stärkt natürlich auch die Darmbakterien, das Immunsystem. Und dann würde ich es eben so machen. Das heißt, wenn ich Antibiotika nehmen müsste, aus welchen Gründen auch immer, dann würde ich versuchen, meine Darmflora entsprechend mit diesen natürlichen Produkten wieder aufzubauen und den Scheiß einfach rauszulassen, also zumindest für die Zeit dieser Kur. Und ich brauche dafür keine zusätzlichen Nahrungsergänzungsmittel oder ähnliches. Wenn ich irgendetwas brauchen sollte, kann ich immer noch zur Not einen Stuhltest machen. Ja, da macht, wenn ihr wirklich auf Nummer sicher gehen wollt, nehmen wir an, ihr habt wirklich eine ziemlich harte Chemotherapie, Krebstherapie oder Antibiotikatherapie oder ähnliches hinter euch. Dann
fragt den Arzt, ob ihr einen Stuhltest vielleicht machen lassen könnt, um zu gucken, wie es mit euren Darmbakterien aussieht. Das Ganze kann man, soweit ich weiß, auch mittlerweile bei einigen Anbietern online machen. Ich weiß nicht, ob es in Amerika nur der Fall ist oder auch hier in Deutschland. Schreibt gerne mal drunter. Das würde ich dann machen und würde gucken, was fehlt vielleicht, wie kann ich das aufbauen und dann entsprechend wirklich aktive Bakterien in, von mir aus auch, Pillenform oder wie auch immer dann zu mir nehmen. Wobei man bei den Pillen immer oder bei den Getränken oder was auch immer man zu sich nimmt, sehr genau aufpassen muss, dass die dann eben auch noch aktiv sind und dann nicht, wenn es dann tote Bakterien zum Beispiel sind, können sie natürlich auch die schlechten Bakterien wieder nähren oder eine Entzündung verursachen oder ähnliches. Das heißt, da sollte man sich dann wirklich informieren, was für Zeug man da zu sich nimmt und dann vielleicht irgendwas Aktives vom Arzt nehmen oder probiotischen Joghurt oder ähnliches. Das wäre eine Möglichkeit, wäre aber nochmal ein Thema für ein eigenständiges Video, wenn euch das interessiert. So, das Video ist auch wieder lang genug. Ich hoffe, ihr habt noch nicht genug davon. Eure Kommentare zu diesem Thema natürlich unten rein. Daumen nach oben und wenn ihr mich unterstützen wollt, gerne auch in die Videobeschreibung schauen bei Patreon oder so. Bis dann!